Seit dem Beginn der Domestizierung, vor vermutlich mehr als 100.000 Jahren, haben sich Hunde in erheblichem Umfang als Haustiere etabliert. Besonders im germanischen Kulturkreis wurden Hunde traditionell als treue Begleiter des Menschen betrachtet und beispielsweise als Wach-, Hüte- oder Jagdhunde hoch geschätzt. Aufgrund seiner sozialen Anpassungsfähigkeit ist der Haushund das mit dem Menschen am vielfältigsten verbundene Tier. Nicht selten fungieren die Tiere als einzige soziale Beziehung ihres Besitzers. Bedingt durch die damit häufig einhergehende Vermenschlichung der Hunde kommt es oft zu gravierenden Haltungsfehlern, wobei die natürlichen Bedürfnisse der Tiere missachtet werden. Die wichtigste Sozialisierungsphase des Hundes erstreckt sich in etwa von der 3. bis zur 12. Lebenswoche. Grundlage hierfür ist die Ausreifung der Sinnesorgane und die Entwicklung vielfältiger motorischer Fähigkeiten. Die Sozialisierung gegenüber Artgenossen findet im Alter von 3 bis 8 Wochen statt, die gegenüber dem Menschen etwas später, von der 5. bis zur 12. Lebenswoche. Unter anderem lernen die Tiere in dieser Zeit die arteigene Körpersprache, zeigen spielerisches Bellen und Beißen. Sie erlernen die Beißhemmung und das Lesen der menschlichen Körpersprache. Mit der Sozialisierungsphase in den ersten 3 Lebensmonaten ist der Erwerb sozialer Fähigkeiten jedoch noch nicht abgeschlossen. Diese müssen durch lebenslange soziale Interaktionen aufrechterhalten werden. Fehler in der Erziehung und Haltung können sich nachhaltig auf das spätere Verhalten des Tieres gegenüber Menschen und Artgenossen auswirken. In der heutigen Gesellschaft haben Hunde nicht nur den Stellenwert des Familienmitgliedes, sondern sie werden auch gezielt zu Gebrauchshunden ausgebildet. Dazu gehören unter anderem Jagd, Schutz, Hüte, Rettung und Blindenführhunde. In Abhängigkeit von dem Zuchtziel weisen unterschiedliche Rassen auch ein unterschiedliches Aggressionspotenzial auf. Nichtsdestotrotz ist das Verhalten eines jeden Hundes in Stresssituationen, zu denen auch der Besuch beim Tierarzt gehören kann, unberechenbar. Daher muss beim Umgang mit Hunden auf geeignete Schutzmaßnahmen geachtet werden. Zu den einfachsten Maßnahmen gehört das Anlegen eines Beißschutzes, wie zum Beispiel eines Maulkorbes. Maulkörbe gibt es in verschiedenen Größen und Ausführungen. Wird ein Maulkorb über einen längeren Zeitraum angelegt, muss dieser so konzipiert sein, dass ein adäquater Wärmeaustausch durch Hecheln möglich ist. Alternativ kann das solitäre oder ergänzende Anlegen eines Halskragens vor Übergriffen durch den Hund schützen. Von Vorteil sind hierbei undurchsichtige Halskrägen, die eine gezielte Beißattacke erschweren. Besonders unberechenbare Tiere können in Ausnahmefällen mit einer Halsschlinge fixiert werden. Ist ein Tier wach nicht gefahrlos zu manipulieren, so gibt es die Möglichkeit, über ein Blasrohr oder durch den Einsatz eines Betäubungsgewehres eine Narkose herbeizuführen. Hierbei wird das Tier aus sicherem Abstand durch einen Narkosepfeil betäubt. Für den sicheren Umgang mit Hunden und Katzen ist eine geeignete Schutzkleidung sowohl für den Tierarzt als auch für das Pflegepersonal obligat. Als Beispiel sehen Sie hier verschiedene Varianten der Schutzkleidung. Da manche Tiere auf weiße Kleidung ängstlich reagieren, der sogenannte White Coat Effekt, kann es von Vorteil sein, andersfarbige Oberbekleidung zu tragen. Guten Tag, Frau Müller. Sie sind heute mit Ihrem Hund da. Was ist denn das Problem Ihres Hundes? Also mein Hund erscheint mir ein bisschen schmerzhaft im Rücken. Wenn sie so aufsteht und manchmal, wenn sie auch springt, dass ich das Gefühl habe, dass sie sich verkrampft. Sie schreit nicht wirklich, aber es ist nicht so wie früher. Und sie wird ja auch älter. Ja. Der erste Kontakt zwischen Tierarzt, Besitzer und Patient sollte in einer ruhigen und angenehmen Atmosphäre erfolgen, da Tierarztbesuche per se als Stresssituationen für das Tier einzustufen sind. Durch Befragung des Tierbesitzers werden wichtige Informationen zu den Haltungsbedingungen und zum Wesen des Tieres erhoben.
Auch bezüglich der Krankheitssymptome wird geklärt, ob ein besonderes Gefährdungspotenzial vorliegen könnte. Grundsätzlich steht bei jeglicher Manipulation nicht nur der Schutz des Untersuchers, sondern auch der Schutz des Patientenbesitzers im Vordergrund. Wir werden ihr einen Maulkorb aufsetzen, das sollte ausreichend sein. Und ja, somit sind wir beide geschützt, auch wenn mal ein schmerzhafter Eingriff ansteht. Und das tut ihr ja dann noch nicht weh? Nein, das tut ihr gar nicht weh, das macht ihr auch keine Probleme. Gut, so Frau Müller, jetzt setzen wir noch den Maulkorb auf, bevor wir den Hund auf den Tisch heben. Ja. Wenn Sie den Kopf etwas fixieren würden, dann kann der Kollege den Maulkorb aufsetzen. Für eine adäquate und sichere klinische Untersuchung kann es notwendig sein, das Tier in Seitenlage zu verbringen. Hierfür gibt es verschiedene Techniken. Die Vorder- und Hintergliedmaßen der vom Untersucher abgewandten Seite werden in Richtung des Untersuchers gezogen. Eine Hilfsperson fängt dabei den zur Seite fallenden Tierkörper auf, während eine zweite Hilfsperson, vorzugsweise der Besitzer, den Kopf stützt. Die für die Untersuchung notwendige Fixation des Tieres in Seitenlage erfolgt durch Festhalten der tischnahen Gliedmaßen bei gleichzeitiger Fixation des Halses durch den Unterarm. Zeitgleich oder auch zusätzlich kann der Kopf durch den Besitzer oder eine weitere Hilfsperson fixiert werden. Die korrekte Fixation des Kopfes kann im Nackenfell hinter den Ohren erfolgen. Eine weitere Schutzmaßnahme, die in Kombination mit einem Maulkorb oder solitär angewendet werden kann, ist das Anlegen eines undurchsichtigen Halskragens. Dieser sollte ausreichend fest am Halsband oder aber mittels elastischer Binde befestigt werden. Bei der Verabreichung von oralen Medikamenten, insbesondere in Tablettenform, sollte keine direkte Eingabe in die Maulhöhle erfolgen. Empfehlenswert ist es, die Medikamente im Futter zu verstecken und sie dem Tier auf diese Weise anzubieten. Alternativ können verschiedene Medikamente auch in aufgelöster Form per Spritze sicher oral appliziert werden. Selbst an ruhigen Tieren sollten beispielsweise Injektionen nur mit einer ausreichenden Fixation des Hundes zum Schutz des Besitzers und des Tierarztes vorgenommen werden. Zur Blutabnahme oder beim Legen eines Venenverweilkatheters muss die Vordergliedmaße durch eine Hilfsperson fixiert werden. Gleichzeitig sollte der Kopf des Tieres zur Seite gehalten werden, da auch wenig schmerzhafte Eingriffe unvorhersehbare Reaktionen seitens des Tieres zur Folge haben können. Darüber hinaus unterstützt eine richtige Fixation eine rasche und folglich stressfreiere Durchführung der erforderlichen Maßnahmen. Auch bei dem täglichen Umgang mit stationären Patienten sind besondere Verhaltensweisen des Pflegepersonals zu beachten. So wird das Tier vor dem Öffnen des Zwingers oder Käfigs zunächst in einem ruhigen Ton angesprochen. Reagiert das Tier freundlich, kann daraufhin die Türe langsam geöffnet und eine geeignete Leine angelegt werden. Im vorangehenden Besitzergespräch sollten mögliche Gefahren in Erfahrung gebracht und entsprechende Gegenmaßnahmen diskutiert werden. Auch bei prinzipiell lieben Tieren ist das Verhalten in Stresssituationen nicht voraussehbar. Bei einer Untersuchung und bei Manipulationen sollte immer ein Beißschutz angelegt werden. Ist ein Tier wach, nicht gefahrlos zu manipulieren, sollte eine weitere Untersuchung nur in Narkose erfolgen.
Im Umgang mit Tieren ist immer geeignete Schutzkleidung zu tragen. Eine korrekte Fixation des Tieres ist unerlässlich für die rasche und stressfreie Durchführung einer Untersuchung. Katzen werden seit mindestens 9500 Jahren vom Menschen gehalten und zählen zu den beliebtesten Haustieren. Trotz der langen Domestikationsgeschichte haben sich Hauskatzen ein hohes Maß an Selbstständigkeit bewahrt und sind nicht zwingend an Menschen gebunden. Der sichere Umgang mit Katzen gestaltet sich häufig schwieriger als der mit Hunden und erfordert ein ruhiges und bedachtes Vorgehen. Manipulationen werden von Katzen in den meisten Fällen weniger geduldet, als das beim Hund der Fall ist. Aufgrund ihrer Schnelligkeit und Wendigkeit können so zunächst entspannt erscheinende Situationen unvorhersehbar eskalieren. Geeignete Schutzmaßnahmen können der Einsatz von speziell konzipierten Sicherheitshandschuhen sein. Zusätzliche Schutzmöglichkeiten bietet ein Katzenmaulkorb oder ein undurchsichtiger Halskragen. Der spezielle Katzenmaulkorb hat den Vorteil, dass er nicht nur das Beißen verhindert, sondern auch die Sicht verwehrt. Besonders wehrhafte Tiere können in Ausnahmefällen mit Hilfe eines Katzengreifers im Nacken oder mittels Cat-Catcher fixiert werden. Durch das Netz hindurch können Injektionen und andere Manipulationen mit minimaler Eigengefährdung durchgeführt werden. Die Applikation von Medikamenten bei der Katze sollte niemals durch direktes Eingeben von Tabletten in die Maulhöhle erfolgen, sondern es müssen geeignete Eingabehilfen genutzt werden. Gut geeignet ist beispielsweise ein Tabletteneingeber mit flexibler Gummispitze, der einen Sicherheitsabstand zum Katzenmaul gewährleistet. Zum Transport sollten nur spezielle Katzenkörbe verwendet werden, die eine ausreichend große Öffnung aufweisen. Am besten eignen sich nach oben zu öffnende, stabile Tragekäfige. Von Vorteil ist bei diesen Käfigen die Möglichkeit des zusätzlichen Einbringens von Drahtscheiben, die eine Fixation des Tieres ermöglichen. Für einen Tierarztbesuch ungeeignet sind Katzenkörbe mit kleinen Öffnungen, die ein gefahrloses Herausnehmen des Tieres verhindern. Auch bei Katzen erfordern bestimmte klinische Untersuchungen eine sichere Fixation des Tieres in Seitenlage. Diese erfolgt analog zu der Vorgehensweise beim Hund. Eine zusätzliche Fixation der Katze im Nackenfell sollte allerdings hierbei erfolgen. Sobald die Katze in Seitenlage verbracht ist, sollten alle vier Gliedmaßen festgehalten werden, um Kratzverletzungen vorzubeugen. Auch bei Katzen kann ein Halskragen als Beißschutz verwendet werden. Beim Anlegen ist darauf zu achten, dass nicht in den Halskragen hineingefasst wird. Wird beispielsweise ein Venenverweilkatheter gelegt, muss wiederum auf die Fixation aller vier Gliedmaßen geachtet werden. Häufig reagieren Katzen auf eine adäquate Fixation mit Abwehrreaktionen. Zu Injektionszwecken kann bei unwilligen Tieren das Verbringen in einen geeigneten Katzenkäfig mit Drahtscheibeneinsatz von Vorteil sein. Dies ermöglicht nicht nur eine gefahrlose Injektion, sondern ist für viele Katzen auch stressfreier. Bei Nutzung des Tabletteneingebers wird der Oberkiefer mit einer Hand fixiert und die Gummispitze des Tabletteneingebers möglichst weit in das Maul der Katze eingeführt. Gerade bei Katzen ist ruhiges und bedachtes Vorgehen unerlässlich.
Bei Katzen ist neben möglichen Verletzungen durch Bisse auch an die Gefahr durch Kratzverletzungen zu denken. Es sollten zum Transport geeignete Käfige genutzt werden, die sich nach oben öffnen lassen. Bei der Fixation in Seitenlage kann eine Fixation des Kopfes im Nackenfell erfolgen. Auf die Fixation der Gliedmaßen zur Vermeidung von Kratzverletzungen ist zu achten.